Wenn du große Projekte umsetzen willst oder als Führungskraft bestehen willst oder vielleicht nur im privaten Bereich deine Familie gründen und führen willst, gilt es, die Sympathien der anderen zu gewinnen. Das allerdings ist kein Zufall. Und leider wird die Methodik dahinter, die ich dir heute zeigen werde, viel zu wenig in Schulen und beruflichen Ausbildung vermittelt. Also sei gespannt, wie du die Herzen, die Sympathien anderer gewinnst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer und Unternehmer, sondern war auch einer der ersten jüngsten Ausbilder bei der Bundeswehr. Mit 19 wurde ich vor eine Gruppe gestellt und hatte hiervon keine Erfahrung. Also war dieses Führung, das Gewinnen der anderen Menschen, ein Kampf für mich. Es war viel Druck und Anspannung und viel Befehl und Gehorsam. Tatsächlich freiwillig gefolgt sind mir am Anfang die wenigsten. Das hat sich aber im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte geändert, weil ich gelernt habe, zunächst die Sympathien anderer zu gewinnen, damit diese mir dann freiwillig folgen und nicht mehr mit Befehl und Gehorsam. Schauen wir uns nur einmal die Ausgangssituation an, die darüber entscheidet, die Sympathie des anderen zu gewinnen. Wir haben nämlich, egal welchen Menschen du triffst, wer dein Nächster ist, haben wir sofort vier verschiedene Welten, die aufeinander stoßen. Die eine Welt ist deine innere Welt, die du selbst hast, also die Karte, die du dir von der äußeren Welt tatsächlich gemalt hast, wie diese funktioniert. Und dann hast du tatsächlich noch deine Umgebung, deine Menschen, dein Wohnort, deine Sprache, deine Kultur, dein Herkunftssystem, deine Werte, deine Moralvorstellung. Und auf der anderen Seite gibt es deinen Nächsten und der hat genauso wie du seine Karte, wie die Welt funktioniert, wie die Menschen, wie die Dinge funktionieren. Also auch dein Gegenüber, der Nächste, hat eine innere Welt. Und natürlich, genau wie du, hat er seine äußere Welt. Also die Menschen, die Beziehungen, sein Kontext, die Wohnung, das Auto, was er fährt, die Kleidung, die er hat, die Frisur, die er trägt und natürlich den Körper, den er hat. Also du hast deine innere und deine äußere Welt und dein Gegenüber, dein Nächster, hat beides. Wir sprechen also von vier Welten. Und du ahnst es sicherlich schon, was die meisten Menschen tun, die nicht die Sympathien der anderen gewinnen. Das sind nämlich die Menschen, die davon ausgehen, dass die eigene innere Welt die einzig richtige, die einzig wahre ist und natürlich die allerbeste. Und sie erwarten von allen anderen Menschen, dass diese auch die gleiche innere Welt haben und wenn sie das nicht haben, sind sie schlechter, anders oder einfach uninteressant. Und genauso geht es auch in der äußeren Welt, dass es Menschen gibt, die sagen, all das, was ich habe, besitze, tue und mache, ist das Allerbeste und das einzig Wahre. Und wenn du dich einen solchen Menschen triffst, kannst du selbst überlegen, wie du dich fühlst, einen zu treffen, der von sich selbst so überzeugt ist, dass er nur allein das Richtige weiß und dass nur seine Welt die einzig wahre ist und im Gespräch auch nur darüber spricht, nämlich über sich selbst, wie toll er ist, was er alles weiß und dass alles andere falsch ist. Sicherlich würde die eine oder andere Person so einfallen, die nur in ihrer eigenen Welt verbleibt und sich nicht tatsächlich verlässt und sich für den anderen interessiert. Und da liegt auch schon die Lösung, nämlich sympathisch wird der Mensch, der seine Welt verlässt und sich interessiert auf den Weg macht, die andere Welt des Menschen vorurteilsfrei, bewertungsfrei aufzuklären, sich zu interessieren, einfach offen zu bleiben und den anderen Menschen erstmal so anzunehmen mit seiner inneren und äußeren Welt, wie er ist. Aber echte Sympathie hast du dadurch alleine nicht sofort, sondern richtig gute Coaches, Berater, Psychotherapeuten, Führungskräfte, Seelsorger gehen noch einen Schritt weiter. Sie beobachten nämlich den anderen Menschen, interessieren sich vorurteilsfrei für den und passen sich selbst dem anderen Menschen an. Sie verändern tatsächlich die Sprachgeschwindigkeit. Sie verändern tatsächlich auch das Tempo und die Stimmlage. Sie passen ihre Mimik an, ihre Körpersprache, um zu verstehen, wie der andere sich fühlt, um zu verstehen, was der andere denkt, in welcher Gefühlswelt er sich befindet. Denn es ist nachgewiesen, dass Menschen, die die körperliche Haltung und auch die Sprechgeschwindigkeit und sogar die Atmung adaptierend anpassen, also übernehmen, in eine ähnliche Gefühlswelt, in eine ähnliche Situation kommen, wie die Person, mit der sie interagieren. Aber die Menschen, die Sympathie aufbauen wollen zum Gegenüber, passen nicht nur ihre Körpersprache und Stimmführung an,
sondern sie gehen auch intellektuell, also auch in ihrer inneren Welt, in die Welt des anderen und interessieren sich auf eine echte Art und Weise für den anderen, wollen ihn verstehen und übertragen nicht ihre Werte auf den anderen, sondern interessieren sich für die Werte des anderen. Es gibt einen Richter, der gesagt hat, dass er all die Straftäter, die er verurteilt hat, wenn er sich mit der Welt dieser Subjekte befasst, auseinandergesetzt hat, mit dem Herkunfts- und dem Entwicklungssystem, durch das die gegangen sind, selbst für sich nicht hundertprozentig hat ausschließen können, dass er unter diesen Bedingungen selbst auch ein Straftäter geworden wäre, den er selbst verurteilt hätte müssen. Also Menschen, die tatsächlich sympathisch wirken auf andere, sind Menschen, die sich echt tatsächlich auf andere Menschen einlassen, ohne die zu verurteilen, ohne die zu bewerten, sondern offen sich auf eine Reise begeben in die äußere, aber auch in die innere Welt des anderen. Und wenn du das mit deiner Stimme, deiner Mimik, mit deiner Körperhaltung unterstützt, dann wirkst du auf diese Menschen auch noch sympathischer und die öffnen sich noch mehr und du erfährst noch mehr Informationen, wie die Welt des inneren Menschen aussieht, der vor dir steht. Wie du also siehst, ist die Sympathie eines anderen Menschen zu bekommen ein Akt von Arbeit und Dienstleistung. Denn auf der einen Seite gilt es, deine Vorurteile, deine Werte, alles, was du für toll und richtig befunden hast, was du erlebt hast, zurückzustellen, den Keller zu packen, zu verlassen, um dich wirklich vorurteilsfrei in die Welt des anderen reinzubegeben. Denk dran, du wirst es sicherlich merken, wenn ein Mensch in deine Wohnung kommt und alles mies findet, schlecht findet und viel besser in seiner Wohnung aufgeräumt hat und es dir auch subtil rübersenden wird. Das Entscheidende ist also, dass du es wirklich schaffst, im ersten Schritt deine Welten außen vorzulassen. Der zweite Schritt ist dann aufzunehmen, aufzuklären, zu beobachten und dich anzupassen. Das nennen wir Pacing oder Angleichen. Sprich also, auf eine gleiche Gefühlsebene zu kommen, auf die gleiche Wellenlänge zu kommen. Denn Menschen sind sich umso mehr sympathischer, je ähnlicher sind. Und wenn du sympathisch wahrgenommen werden möchtest und sympathisch sein möchtest, dann liegt es an dir, die Ähnlichkeit aufzubauen und der Zurücklassung zunächst deiner eigenen Welt. Du kannst zwar jederzeit wieder zurück, aber in dem Moment, wo du hier unterwegs bist, gilt es wirklich vorurteilsfrei, dich zu verhalten. Aber denke dran, dass es viele Menschen draußen gibt, die diese Technik nicht unbedingt nutzen, anderen Menschen zu dienen, sondern vielleicht um was zu verkaufen. Deshalb kannst du also diesen Weg, die Sympathie anderer Menschen zu gewinnen, sowohl im Guten als auch im Schlechten einzusetzen. Ich persönlich achte besonders auf Menschen auf, die das wissen, dass ich die überprüfe. Und wie mache ich das? Ich beobachte diese Menschen dann, wenn die sich unbeobachtet fühlen. Das heißt, ich unterhalte mich mit denen, guck weg und guck schnell wieder hin, dann sehe ich, wie die Mimik ist, wie tatsächlich ihre Körperhaltung ist und ich überprüfe auch, ob sie sich inhaltlich auch für das interessieren und erinnern, was ich ihnen mitgeteilt habe. Auf der anderen Seite kannst du es nicht bei jedem Menschen auch im Guten austesten und einsetzen, indem du dich für die Welt und für die Bedürfnisse deiner Mitmenschen einsetzt und darüber sprichst und nicht darüber, was du in deiner Welt für gut und schlecht findest. Heißt es jetzt, dass deine Welt uninteressant ist, sowohl die innere als die äußere? Natürlich nicht. Aber lerne hier abzuwarten, bis dein Gegenüber dich danach fragt, was deine Meinung ist, deine äußere und deine innere Welt ist. Und du kannst sie gerne mitteilen, aber erwarte nicht, dass allein die Erlaubnis, dass du mitteilen kannst, was du denkst und erlebt hast, der andere auch sofort für gut befinden muss und umsetzen muss, sondern er hat genauso wie du die Wahl, darüber zu befinden und zu urteilen und es zu tun oder zu lassen. Wenn du also viele Kunden gewinnen willst, Geschäftspartner, Investoren, Multiplikatoren, Lieferanten und Experten, die dich begleiten, dann wirst du sehr wahrscheinlich zurückgreifen auf sympathische Menschen oder Menschen, die dich sympathisch finden. Es kommt also als Unternehmer, als Gründer, als Führungskraft eine Menge Arbeit auf dich zu, deine Welten zu verlassen, dich wirklich authentisch, echt auf die Welten anderer Menschen einzulassen. Das ist Arbeit und das ist dann letztendlich der Wert einer Beziehung. Die Anzahl der Zeit, Stunden und Gedanken und Mühe und der Selbstregulation, die es dich gekostet hat, eine wirkungsvolle, tragfähige, belastbare Beziehung aufzubauen. Und davon brauchst du nicht nur eine, nicht nur zwei, nicht zehn, hunderte, sondern der Anzahl von Kunden und Mitarbeitern, die du wünschst.
Wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine Persönlichkeit, deine Kommunikationsfähigkeit, aber auch dein Verhalten, deine Vorgehensweise, deine Netzwerkbildung, dein Verkaufen, dein Reden, deine Rhetorik zu optimieren darauf, dass du auf andere Menschen noch bessere Wirkung hast, einen besseren Zugang bekommst, dann lade ich dich gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben bei uns im Team nicht nur Unternehmensberater, Steuerberater und Anwälte, sondern auch Coaches, die sich auf Kommunikation, Verkauf, Vertrieb und Unternehmer- und Erfolgspsychologie konzentriert und spezialisiert haben. Mache also jetzt nicht nur Gebrauch davon, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, sondern auch vom kostenfreien Erstgespräch. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.